Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wieder 6 asiatische Snacks und diesmal mit dabei der Lichtle. Und ich würde sagen, ohne viel zu schwafeln, wir legen gleich los. Wir haben hier wirklich speziellste Sachen. Die Äpfel sind übrigens als Dekoration gedacht. Genau, die beste Dekoration. Ich habe mir gedacht, packen wir einfach ein paar Äpfel rein. Du wirst mit deiner App wieder bestimmen, was wir zuerst richtig, essen. Richtig, ja. Und heute ist echt so eine Special-Folge. Heute haben wir einfach den... Es ist einfach alles verrückt. Das ist der crazyste Shit, den ich finden konnte. Ich stelle euch das mal ein bisschen vor, was wir hier so haben. Als erstes haben wir hier Algenchips, aber mit, das war jetzt krass, das war Calamari-Geschmack. Scharfer Calamari-Geschmack. Sieht ziemlich eigenartig aus. Das sind Schwarzwurzeln, eingelegte Schwarzwurzeln. Das hat mich sehr überrascht, dass ich die gesehen habe und ich musste sie unbedingt kaufen. Das war, es hat keinen Weg dran vorbeigeführt. Bei dem kann ich leider keine Auskunft geben. Ich habe leider keine Ahnung, was es ist, aber es sieht unglaublich komisch aus. Es sieht einfach aus wie so, wenn du Knödel machst, kaufst du ja so, ja, du weißt schon, so getrocknetes Brot, getrocknetes Semmelknödel. Ja, das sieht eigentlich genauso aus. Das ist der Moon Pie. Ich habe große Hoffnung an den. Ich wette, der schmeckt sehr gut. Ja, denke ich auch. Der wird ziemlich gut, denke ich mal. Dann haben wir hier einen Rice Punch, oder ja, einen Reispunch, antialkoholisch. Das komischste von allem, das hier ist, was ich jetzt gelesen habe drauf, eine Base, also die Basis für Softdrinks. Und wir haben uns gedacht, wir mischen das dann mit Wasser, weil ich will echt nicht wissen, was da jetzt alles drin ist. Und dann haben wir noch diesen Apfel. Einen Apfel. So, Moritz startet auch gerade schon die App und... Natürlich. Genau, es ist durchnummeriert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Von links nach rechts einfach. Genau. So Leute, los geht's. Ich denke mal nicht, dass man das sieht, wegen der Spiegelung. Aber ich drücke einfach mal. Und es ist die Nummer 6. Die Nummer 6, es geht gleich los mit dem... Mit dem komischen. Mit dem komischen, einer komischen. Okay, er steht oben. Wir müssen es 1 zu 2,5. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Wasser in unseren Gläsern. Boah, das riecht wie Kaugummi. Es riecht wie Kaugummi. Oh mein Gott. Das riecht so verfickt geil. Oh mein Gott, ja, richtig gut eigentlich. Das riecht eigentlich. Ich weiß nicht. Wir haben einfach am Anfang gedacht. Leute, das erinnert an etwas. Pipi, trinken. So, Leute. Das Urinwasser. Was war das? Oh mein Gott. Stoßen wir schnell mit unserer Faust. Also. Schmeckt sehr mild. Es schmeckt einfach nicht besonders. Es hat sogar so einen leichten Geschmack von Medizin, würde ich fast sagen. Es steht auch Pharmazeutiker drauf oder so. Mann, wir schlucken hier wahrscheinlich so den härtesten Husten. Gut, los geht's. Ja, los geht's. Schmeckt sogar irgendwie... Es schmeckt besser, ja, es schmeckt eigentlich pur besser, weil es intensiver ist. Geil. Skala von 1 bis 5, was sagst du? Was ist Skala von 1 bis 5? Naja, Bewertung. Nur ist natürlich so extrem klasse. Da ich würde sagen 2,5, die Hälfte, weil es ist nicht gut, es ist nicht schlecht. Ich weiß nicht, ich würde dem sogar eine 3 geben, weil ich mag Energy Drinks eigentlich recht gern. Und das schmeckt halt einfach wie ein Energy Drink. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach der Basisstoff für sowas ist. Ja, kann ich eigentlich ernst sagen. Du hast eigentlich recht, aber ich gebe 2,5, weil ich mir denke, ich würde sowas nicht privat kaufen. Dann kaufe ich mir lieber einen normalen Energy Drink. Also ich würde sagen, das ist dann ganz simpel. 2,5 von ihm, 3 von mir. Genau, passt. Es ist eine 5. Eine 5? Ich hab das nicht gesehen. Chi? Rice Punch? Rice Punch. Können wir einen kleinen Geruchstest? Riecht nicht gut. Riecht nach vergammeltem Reis? Was war... Nein, das ist die ganz normale Reismilch zum Beispiel. Das riecht gar nicht so schlecht. Da muss ich die Nase reinhalten. Ich finde nicht, dass es gut riecht. Ja, das sieht so aus, wie ich mir vorgestellt habe. Vielleicht hätten wir schütteln sollen, vielleicht ist es ein Stückchen oder so. Ich glaube, ein Stückchen. Das sieht richtig aus wie trübes Wasser, so. Wir werden einfach die beiden Getränke als erstes haben. Bin mir gerade auf. Ja. Nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Das ist eigentlich genau wie beim Energy Drink. Der Nachgeschmack ist intensiver als der Geschmack, den du hast, wenn du es trinkst. Aber wenn man es schnell runter trinkt, ist das mega widerlich. Boah. Also, naja, hier. Ich würde sagen, eine 2. Von mir kriegt es eine 2, weil es war jetzt nicht so übertrieben ekelhaft. Ja, es ist eine 2. Ich würde es auch privat nicht trinken. Solide 2. Und es schmeckt nicht so schlecht, dass es eine 1,5 oder 1 wäre, aber ja. Es ist auch nicht. Es ist, gut. Es ist eine 2. 1. Okay. Willkommen zu ein paar Willkommen zum ersten Snack. Das freut mich. Und ich glaube, die sind noch gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. So.
knallt wie Sita. Ja, riecht schon richtig so. Das ist eigentlich genau das, das ist eigentlich genau der Geruch, den man hat, wenn man Fischfutter kauft. Okay, 3, 2, 1. Gar nicht schlecht. Ja. Aber. Es ist echt so, so ein Exkurs in Richtung Meer. Ja. Schmeckt so, als würdest du gerade irgendwo am Meer sitzen und hier an einem Restaurant am Meer die größte Fischplatte kaufen, die es gibt. Mhm. Genau so schmeckt es. Es ist wirklich intensiv. Zu einerseits denkst du, bist du im Restaurant, andererseits fühlst du dich auch so, als würdest du gerade in einem gammeligen Hafen spazieren. Ja, gehen. Ja, ja. Also, es ist so. Es hat so den Geruch wirklich so von einem gammeligen Hafen, wo gerade so ein bisschen Fisch verrottet. Es schmeckt nicht so schlecht und es steht hot drauf, aber es war überhaupt nicht schlimm. Das Ding hier kriegt eine 1,5. Ja. Weil es einfach nicht wirklich gut war, aber es war irgendwie. Was ist das denn schon? Das ist ein Pinsel. Leute, das ist einfach so ein Pinsel. Die haben das anscheinend voll gepinselt. Nummer 2, 3 und 4 sind noch in-game. Und ich würde sagen, wir legen los. Ich sehe jetzt nicht, was rauskommt, aber ihr seht es. 4. Das heißt, der Moonpie darf sein. Oh mein Gott, ja. Ich habe mich so auf den gefreut. Ich habe mich so auf den Moonpie gefreut. Ich glaube, das ist echt nicht schlecht. Das wird so gut. Die Konsistenz ist so wie von diesem Milchbrötchen von Oelz, weißt du? Ja, das ist so. Allgemein Milchbrötchen. Ja, Milchbrötchen, genau. Okay, warte, teilen wir den mal schon durch. Mhm. Warte, ich kostet das mittlere nochmal. Das mittlere ist einfach Pudding, der schmeckt urgeil. Wow. Mhm. Das finde ich echt gut. Ich finde zumindest das ganz eindeutig für 5. Ja, ich würde sogar. Ich würde sagen 4. Es schmeckt sehr gut, nein, aber es ist nicht das Feinhalt. Es ist nicht das Beste. 4, ja, 4,5. Weil es war wirklich sehr, sehr geil. Es ist nicht das Beste, was man haben könnte, aber es war wirklich gut. Das habe ich jetzt aber das Beste, was ich auf dieser Show gegessen habe. Mhm. Auf jeden Fall. Es schmeckt wirklich sehr gut. Also. Das ist Nummer. Welches Nummer 3? Nee, komm, lassen wir das. Machen wir einfach so. Machen wir zuerst das Snack. Ich will die für den gloriosen Abschluss. Ah, ich will aber nicht den Nachgeschmack von dem haben. Oh, wir haben noch einen Pie. Wir haben Moon Pie. Yo, let's go, Leute. 3, 2, 1. Ich hab nicht, ich weiß, wie es schmeckt. Ich kann es gut erklären. Ja, bitte. Semmelbrösel mit Zucker. So ein bisschen karamellisiert und zusammengeklebt. Aber es schmeckt nicht schlecht. Ist eigentlich wirklich gut. Also ist eigentlich sehr gut, finde ich, ja. Weizenmehl, Maissirup, Zucker, Palmöl, Hefe, Glucose, irgendwas, Salz, Erdnuss, Kürbiskern. Erdnuss hat man auch rausgekriegt. Wenn man es erwähnt, merkt man es wirklich. Ja. Und vor allem sind eigentlich nur natürliche Zutaten. Gar nicht schlecht. Also ist echt okay. Ich gebe Ihnen meine 4. Ja. 4 ist voll drin. Super. 4 ist echt. Ab 4 werden halt die Sachen zu normalen Gegenständen, die man halt kaufen würde. Genau, ja. Ja, ja. Also ich finde es sehr gut. Ich würde sagen, ab 4. Auf jeden Fall. 4 ist gerechtfertigt, auf jeden Fall. Ja. Wir kommen zum letzten, Leute. Es wird speziell. Willst du es öffnen? Ich mach das gerne. Diese Soße, diese dickflüssige Soße. Warte mal kurz, schau mal, was das ist. Herkunftsland, eigene Produktion. Herkunftsland, eigene Produktion. Das ist Sojasauce. Ah, okay. Aber wahrscheinlich verdickte. Oh, es riecht einfach komplett nach Sojasauce. Es riecht, als hätte man es in Sojasauce ertränkt. Mhm. Was machst du eigentlich für einen Pussy-Move? Ich will nicht so ein fettes Stück. Ja, nimm ich auch nicht gerne. Jetzt habe ich 2. Ja, auch nicht schlecht. Gut. So, ja, genau. Ich habe 2 kleine, bist du ein großes. Mhm. Es schmeckt nach Sojasauce. Und so, als wäre diese Wurzel oder was das ist, nur dafür da, damit man überhaupt auf was rumbeißen kann, weißt du, was ich meine? Es ist einfach so Sojasauce in Form, in harter Form eigentlich. Das ist echt nicht gut. Nicht so der Wahnsinn. Wie viel hat es gekostet? Das kostet übrigens 5 Euro. Oh. Warte, fast 6 Euro. Okay. Ja, 5,93 kostet das. Hier nochmal ein Close-Up. Ja, fraglich. 1,5. Wir hatten diese Show eigentlich ganz gute Sachen. Gute Sachen und sehr schlechte Sachen. Aber es waren sehr viele komische Sachen, das hat mir gefallen. Im Übrigen, wir sind noch nicht fertig hier, weil wir machen danach noch ein Video von Genau, ja. Schaut mal, was wir hier so haben noch. Fürs nächste Video, das ist für ihn dann auf seinem Kanal. Das ist eigentlich ziemlich identisch, nur dass das grün ist und nicht eingelegt. Nicht eingelegt, sondern so
Mann, es kommt. Dieses Geräusch. Ich bring's wieder zurück. Jo, ich denke mal, Leute, das war's mit dem Video von heute. Lasst eine große Wertung da, falls es euch gefallen hat. Und richtig, ganz genau. Ganz genau. Auch, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Helft Moritz zu den, was sagen wir, 500 Abonnenten. 1000 Abonnenten. Ein schönes Ziel, ja. Auf jeden Fall. Würde mich freuen. Genau, das war's. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder am nächsten Video. Im nächsten Video. Das ist dann am Donnerstag. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen und habt noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Kurzer Cut. Pipi trinken.